ich da hin? Ach, hier kann man stehen. Okay. Nein, ach Lara, meine Güte, erst Mädchen, ey. Kann ich meinen Schritt zurück machen, ohne zu sterben, ey? Auch das war sehr schlau, ja. Mal konzentrieren, ja. So. Ich bin gar nicht, glaube ich, im Wagen, oder? Hä? Lol. Wow. Ja, warum schafft die das denn nicht? Hä? Den Sprung muss sie doch packen, oder nicht? Oh Mann, Sarah. Und hat sie davon nicht. Okay. Gut. Hat sie gepackt. Ich speichere hier nochmal. Hinten ist auch noch. Sehr gut. Zwischensequenz. Das heißt immer, dass wir richtig sind. Die Inschrift lautet: Eines Nachts erschien mir im Traum der Geist der Sphinx. Bevor er wieder verschwand, sprach er zu mir Worte von großer Weisheit. Tutmosis, vernehme dein wahres Schicksal. Du sollst der Herrscher über Ägypten sein, bis in alle Ewigkeit. Schütze du mich dafür auf immer vor dem Sand der Zeit. Denn wie bei dir muss auch meine Freiheit vollkommen sein, auf dass wir beide der göttlichen Schönheit der Schöpfung ansichtig werden. Ah, sie Finks. Das sieht mir ganz nach so aus, aber die Schaufeln hierfür bräuchten. Na, erstens ist es hier ein bisschen dunkler und zweitens sieht es aus wie so ein Grab, wo wir einfach mal buddeln müssten. Naja, keine Ahnung. Ich speichere mal. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, dahin. Wir heilen uns mal. Ja, fallen lassen? Nö. Ah, das ist ein Arschlöcher, ey. Warte mal. Das ist der andere.
andere Teil von der Schaufel. Und jetzt? Kann man das kombinieren? Ich guck erstmal, ob die Schaufel ist. Irre ich mich ja auch. Holzgriff. Ja, Schaufel. Wer hätte das gedacht? Speichern wir mal. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg zurück oder was? Das war nicht so schlau. Na super. Also komm echt ganz gut voran. Ich finde es teilweise noch etwas. Ja, man muss halt überlegen, ne? Wie man. Weiterkommt. Na gut. Und jetzt? Ich versuch's einfach mal. Ja. Wie ich mir gedacht hab. Die liegen da bestimmt noch 20 Geheimnisse oder sowas, ey. Ja. Ab da rein. Hui. Ab in die Fings. Mal schauen. Oh, das sieht stark nach dem Rätsel aus. Oh Gott, die beiden Clowns, ey. Gummigen Stiere. Ich hoffe, die wachen nicht auf, ey. Das wäre nicht sehr schön. Ach na, mal gucken, da was drauf, okay. Was haben wir, was ist denn da? Das Alphabet. Okay. Mit ägyptischen Schriftzeichen. Oder was auch immer. Warte mal, ist das das? Ja, das ist das. Okay. Dann haben wir ihn hier. Zu mutieren. Super. Oh, zu mutieren. Na gut. Sehen nämlich welche. Nee, die kommen da bestimmt dran, wenn ich am Schalter gehe, oder? Ich denke mal. Meinst du, es ist so einfach und drin am Alphabet? Also das, der Vogel ist das A. Diese komischen beiden Federn sind das I. I, ja. Und ja, ein anderes hier Q, also. Ich schätze mal, dass es nach dem Alphabet geht, anders kann ich mir nicht vorstellen. Weil sonst wäre es ein bisschen schwierig, eine Kombination herauszufinden. Wir haben es geöffnet. Der Seite oder was? Ne, der anderen Seite. Aha. Gar nichts geöffnet. Hä? Okay. Was falsch. Ja, das ja. Oder was? Hm? Was hat sich jetzt geöffnet? Da hinten hat sich geöffnet, okay. Okay. Na gut.
Ich wollte eigentlich auch keine Waffen ziehen, aber okay. Das jetzt hier. Ein Farbspiel. Habe ich irgendwie so ein Fernglas. Außer man da irgendwie reingucken könnte, weil ich denke mal nicht, dass die umsonst so Farben sind, dann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Fernglas? Ich meine, das haben wir doch. Ich weiß es nicht. Weil. Hat das so eine. Ich nenne das die Farben. Okay, das hat so einen Lichteffekt. Okay. Schreiben wir es mal auf. Einmal. Ich mal das mal auf, weil ich nicht gut zeichnen kann. Ist das lila? Ein Vogel. Noch so zwei Federn. Okay, das ist lila. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, okay. Also, ich weiß nicht, was man sonst denn machen sollte, weil Fernglas haben wir noch nie benutzt und warum sollten wir sonst hier hin, wenn hier nichts ist, ne? Mein, was mal ausprobieren. Okay, hier haben wir. Es ist blau. Ja. Wer diese Federn. Mal das Ding. Und noch mal so ein Piepmatz. Okay, hat man blau auch. Dann haben wir hier noch ein Grün. Grün. Ja, das Ding wie zwei Federn. Nein, der Piepmatz. Mein Stift gibt gerade den Geist auf, das ist gerade nicht schön. Okay. Und rot. Okay.
Okay, jetzt. Ich denke mal, das ist dafür da hinten, die, in dem anderen Raum, wo die beiden Stiere sind. Komme ich hier zurück? Ja. Ich denke mal, das ist für die beiden. Wo die beiden Stiere sind, da sind ja Schalter und das sind ja diese Zeichen, ne? Weiß immer. Was ist das? Der Tempel im Tal, okay. Was passiert jetzt? Haben die Chat sich überhaupt zurückgesetzt? Ja. Machen wir dann mal das hier zuerst. Machen wir mal lila zuerst. Hat sich irgendwas geöffnet? Ja. Speichern wir nochmal.